Willkommen in LV mit dem Kobo Arc hier auf der Frankfurt Buchmesse 2012 und wie ihr sehen könnt, wir haben hier das schwarze Design. Ich habe es jetzt hier gerade mal angemacht, es ist Android 4 drauf und wir haben eine etwas angepasste Android-Oberfläche und natürlich gibt es auch in weiß. Deswegen noch interessant, weil man kann auch die Rückseite hier ändern. Es gibt hier nicht nur dieses schicke Rosa, sondern es gibt es natürlich auch in Blau, Grau oder sonstigen vielen Farbkombinationen, die ihr dann extra für die Rückseite dazu kaufen könnt. Trotzdem wird kein MicroSD oder ähnliches drin sein und habt ihr natürlich noch das Google Nexus gleich zum Vergleich. Aber vorerst schauen wir uns hier diese spezielle Oberfläche an. Der Kobo Arc ist deswegen interessant, weil der hat 16 und 32 GB Speicher. 16 GB kostet 199 Euro und 32 GB 249. Also ihr kriegt doppelt so viel Speicher für den gleichen Preis wie bei dem Asus-Gerät bzw. beim Nexus. Deswegen hier wird es auch bald den 32 geben, aber wird es erstmal teurer. Und wie ihr erkennen könnt, es läuft ganz normales Android 4 im Hintergrund und ihr könnt auch erkennen, es ist natürlich hier wunderbar alles erkennbar. Man kann es auch drehen, beziehungsweise man kann es hier jetzt in dem Bereich nicht drehen, aber ich denke mal, wenn man in dem Buch drin ist, könnt ein Preview anschauen. Es geht natürlich hier hauptsächlich darum, sich Inhalte anzuschauen, was anscheinend nicht immer funktioniert. Ja, was interessant ist bei dem Kobo ist, dass es diese kleinen Bereiche gibt, wo entsprechend immer Empfehlungen angezeigt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier in irgendeinen Bereich reingehe, sagen wir mal in Browsing, dann ändert sich hier unten, je nachdem, was ich zuletzt angeschaut habe, der Themenbereich, was ihr hier dann auch noch extra anschauen könnt. Dann kann man sich natürlich entsprechend die Bücher oder die Inhalte dazu kaufen oder nur kurz anschauen. Oder ich kann es auf den Desktop pinnen. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel sagen, okay, hier, das möchte ich pinnen, den Bereich. Und dann kann ich hier eine Kategorie auswählen. Okay, ich möchte jetzt hier das in Entertainment reintun. Dann und dann wird es auf die Tapestry hier vorne auf der Homepage hinzugefügt. Wenn ich hier rausgehe, dann habe ich hier irgendwo eine Tapestry mit Social, Kobo, Untitled und so weiter. Dann habe ich hier zum Beispiel Reading und im Reading Tapestry habe ich dann hier natürlich verschiedene Inhalte, die man dann auch entsprechend verschieben kann. Also wir haben hier verschiedene Homepages innerhalb von Android und man kann auch, soweit ich weiß, auch den Play Store noch benutzen. Ich gehe jetzt mal hier kurz auf die Einstellung und dann gehen wir auf Shop. Und dann könnt ihr erkennen, wir können hier in den Kobo Shop reingehen, soweit ich das erkennen kann. Nein, Play Store, genau. Und jetzt gibt es keine Wi-Fi-Connection und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal hier den größten Vergleich mit dem Asus Nexus 7 hier, wie ihr sehen könnt. Es ist ein bisschen kleiner und was die Dicke angeht, ist es auch etwas anders designt hier. Aber von der Rückseite her ist es eigentlich ähnlich, beziehungsweise es fühlt sich ähnlich an, aber man hat natürlich viel mehr Farboptionen. Und ansonsten haben wir natürlich Kopfhöreranschluss, Lautstärkeregler. Oben haben wir den An- und Ausschalter und eine LED. Bluetooth und ähnliches ist nicht angebaut und über Standard-MicroSB kann es aufgeladen werden und auf der anderen Seite haben wir jetzt gar nichts. Also das war hier der Kobo Arc auf der Frankfurt Buchmesse 2012. Mein Name ist Balazs Graf von LV und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.